James Bond ein. Sie waren der Bösewicht eigentlich, oder also einer der Bösewichte im Film. Stamper bei Der Morgen stirbt nie zusammen mit Pierce Brosnan. Da gibt es ja diese Casting-Geschichte. Sie haben ja mal das in einem Interview ein bisschen aufgeklärt. Es gibt ja diese Gerüchte im Internet, eben die berühmten 5 Sekunden, wo sie dann gesagt hatten, übersetzt, ich bin groß, ich bin kahlköpfig, ich bin deutsch, ich bin böse. Den Rest könnt ihr euch schenken. Das war natürlich alles ein bisschen ausführlicher, das war ein kleiner Ausschnitt dieses ganzen Castings. Aber als dann alles losging, wirklich die Produktion losging, das Drehen losging, als sie wussten, jetzt bin ich Teil von dieser Familie, von dieser großen Geschichte, wussten sie oder dachten sie so, jetzt habe ich diesen internationalen, diesen Exposure, jetzt habe ich es geschafft? Also, zwei Sachen muss ich vorweg schicken. Also, erstens, ich war als Junge, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, da bin ich, es war genau zwischen, vor der Einschulung bin ich vom Auto überfahren worden. Oh. Nichts Dramatisches und lag im Krankenhaus und neben mir lag ein absoluter James Bond Buff. Und der hatte damals so riesengroße Beta-Kassetten von James Bond. Ich weiß gar nicht, wie er da hinten dran gekommen ist. Und ich habe also im Krankenhaus damals Bond-Filme gucken können. Das war toll. Und das, mir war im Hinterkopf immer klar, wenn man irgendwie international arbeiten will, als Deutscher, mittlerweile hat sich das ein bisschen verschoben, aber eigentlich geht das nur über Bond. Und das war also das eine, was ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte, als ich davon hörte, dass es dieses Casting gibt und so. Und das andere, das hat mir aber ganz gut geholfen, um ein bisschen auf dem Teppich zu bleiben, war, ich hatte davor, gab es eine Anfrage für, und da war eigentlich alles schon in trockenen Tüchern. Damals mit Arnold Schwarzenegger, Paul Verhoeven, das war auch so ein Mittelalter-Flick und so. Und das ganze Projekt ist an Freitag, dem 13. April, weiß ich noch, gestorben. Und ich dachte so, siehste, Kacke. Und wenn jetzt Bond kommt, das kann genau das Gleiche, kann da auch passieren. Also ich war sehr, sehr skeptisch bis zu meinem ersten Drehtag, weil das ist einfach, es war für mich so unglaublich. Ich darf bei einem James Bond mitmachen, das ist der Hammer. Ja. Und also bis zu meinem ersten Drehtag, und der hat, das hat lange gedauert, weil beim ersten Drehtag, da haben wir in so einem Bürogebäude gedreht und da konnten wir nur nachts drehen, weil tagsüber war da ganz normaler Bürobetrieb und ich war da komplett im Prinzip gebucht für die komplette Zeit, nicht für einzelne Drehtage, sondern ich hatte, glaube ich, 18 consecutive weeks oder so und saß die ersten 2 Nächte komplett im Trailer und dachte, okay, es geht also doch nicht los. Und in der dritten Nacht, es gab nur 3 Nächte, 2 Stunden vor Drehende, hatte ich dann meine erste Einstellung und dann wusste ich, okay, jetzt bin ich dabei. Okay. Und also Sie haben ein bisschen schon die Erfahrungen erzählt vom Dreh. Jetzt dachte ich mir eigentlich, eine große Produktion wie Bond, da geht alles todernst zu. Da sind alle todernst, das muss klappen, riesige Anforderungen an einen. Aber Sie haben mir eigentlich vorher im Vorgespräch relativ das Gegenteil erzählt, das war ein Spaß, man war zusammen, das war wirklich eine Familie. Wie kann man sich das vorstellen, wie kann man sich nachher, vor allem mit den großen Stars, also Tara Reid, Pierce Brosnan, wie kann man sich so einen Drehtag vorstellen? Naja, wie kann man sich den vorstellen? Also erstens mal muss ich, zu dem Zeitpunkt, als wir Tomorrow Never Dies gedreht haben, ging es dem Filmstudio sehr, sehr, sehr schlecht. Mhm. Und die einzige Cash-Cow, die eigentlich hatten, war Bond. Und das Drehbuch war noch gar nicht fertig. Das heißt also, wir sind dann teilweise ans Set gekommen und der Bruce Feirstein, der das Drehbuch geschrieben hat, saß dann im Catering-Zelt und hat da noch getippelt und hat irgendwie noch das Drehbuch gearbeitet. Also auch während der, also das stellt man sich nicht so vor. Man denkt eigentlich, das Ganze ist von A bis Z komplett durchgetimt und alles ist hundertprozentig genau definiert, war es aber gar nicht. Also auch sicherlich ungewöhnlich für Bond, aber allein das war schon Rock'n'Roll. Wir wussten am Morgen ganz häufig nicht, was wir während des Tages drehen. Allerdings muss man auch sagen, ich war am Anfang war ich im Hotel untergebracht und wie gesagt, war sehr lange und dachte mir, oh mein Gott, also Hotel, es war ein tolles Hotel, es ist ganz großartig, aber irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich würde mich wohler fühlen und es ist auch billiger für euch, wenn ihr mir eine Wohnung
Wohnung mietet, ja, und dann haben die mir, Wahnsinn, also ich habe dann eine Dachgeschosswohnung in South Kensington direkt gegenüber vom Michelin Building gemietet bekommen mit 3 Schlafzimmern und so und einer riesen Dachterrasse, auf der wir fast jeden Abend Party gemacht haben. Es war großartig und am nächsten Morgen ist so eine schwarze Limousine vorgefahren und da ist man dann eingestiegen und die hat einen dann zum Set gebracht. Und dann war natürlich dann war relativ viel Warten auch, wie es bei jedem Drehtag auch normal ist. Und wenn man sich dann im Team gut versteht, macht man ziemlich viele bescheuerte Späße und ja, und so war das dann. Haben wir zwischendrin haben wir uns versucht, uns vor der Kamera umzubringen und dann anschließend sind wir dann ein Bierchen trinken gegangen. Es war total nett. Also wir haben, ich habe bis heute noch mit einem Großteil von Cast und Crew auch noch wirklich sehr, sehr intensiven Kontakt. War denn die ganze Erfahrung leicht, also das klingt jetzt auch mit den Geschichten so, war das eine leicht surreale Erfahrung, diese Zeit, oder war dann wirklich auch mit dem harten Realtag, weil das vergisst man ja manchmal, man macht viele Einstellungen immer wieder, kann ja auch mühsam sein zum Teil. War es surreal oder war es schon greifbar auch für Sie? Also es hatte schon was Surreales. Also die Wohnung, in der ich wohnte, war übrigens die von Jacqueline Bisset. Kommt auch noch dazu. So, jetzt saß ich an einem Sonntag, einem drehfreien Sonntag, wo ich in der Nacht nicht so ganz früh nach Hause gekommen bin, auf dem Sofa und mache den Fernseher an und dann kommt dort das alte Casino Royale, also diese Verarsche mit David Niven und Jacqueline Bisset. Mhm. Und ich denke mir, ich sitze in ihrer Wohnung, da ist sie im Fernsehen und da läuft James Bond und wo bin ich hier eigentlich? Also das war schon also sehr, 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 sehr surreal, der ganze Dreh. Und ja, bis heute. Aber ich erinnere mich sehr, sehr gerne dran und ich hoffe, dass ich das irgendwann nochmal toppen kann und nicht immer Götz Otto in Klammern Bond-Bösewicht bin. Aber wird ein langer Weg.